Koschinski, Koschinski, ja, das ist die Koschinski, alle, alle. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum Bussimulator. So, gut. Leute, ich freue mich, ich habe meinen eigenen Bus-Skin. Ich komme stolz wie Oscar, stolz wie Kalle. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ja, halte neben Ted und lass Mira raus. Verpiss dich, Mira. Verpiss, geht's noch langsamer. Hallo, geht's halt wirklich im Slow-Mo, ne? Und dann springt jetzt drin los. Mira und Ted gehen jetzt die Buspläne durch. Ich lasse das unkommentiert. Da läuft doch was. Ja, wenn ein Mann und eine Frau sich irgendwo treffen, dann muss was laufen. Ulrike, piss dich. So, dann machen wir das jetzt hier. Fahre deinen neuen Bus. Erreiche einen Zahltag auf Route 2 mit deinem neuen S416 Ele. Also ich muss sagen, mein Bus ist wunderschön, ne? If you wanna be my Ehre, Ehre in den Arsch. So, ich bin die Straße. I am the street. Hallo, hier ist Mira. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Das ist Trish Harper. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Schön, dich kennenzulernen. Als... Oh, mein Bauch. Was soll die Scheiße? Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Und aber hier erstmal Selfies machen, ne? Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. So. Ja, ja, das ist wirklich so. Das ist gar nicht so leicht, den Frühstücksspeck perfekt hinzubekommen. Also ich selber habe Jahre dafür gebraucht. Grock, what are you doing? Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounzi. Ich nehme jetzt diese Katze und werde sie aus dem Fenster schmeißen. Ich habe sie doch schon gezeigt. Gut. Okay, hier. Ohne die ganze Paukerei hätte ich die Prüfung nie geschafft. Ja, aber halt doch einfach mal den Sabbel. Ich bin doch hier gerade am Talken, Digga. Tschüss. Ciao. Ja. Ich bin vor ein paar Jahren auf den Berg gestiegen. Die Aussicht war um. Ey! Ey, dieses Gelaber den ganzen Tag. Die Busfahrer in real life, die tun mir so leid, ne? Die tun mir so leid. Ich brauche eine Fahrkarte. Gut. Mann, immer diese Flosse in meinem Gesicht. 18,20 Euro. Eine Fahrkarte, bitte. Was soll das immer? Ich muss doch hier an den Bildschirm gucken. Nicht immer hier. Was ist das? Ich glaube, ich darf hier gar nicht langfahren, aber ich mach's einfach, weil ich's kann. Ich darf's nicht, aber ich kann's. Das könnt ihr euch mal generell fürs Leben merken. Wenn da eine rote Ampel ist, einfach drüber gehen. Wenn Mutti sagt, ihr sollt die Spaghetti noch nicht essen, aber ihr habt schon Hunger, dann geht ihr trotzdem mit den Flossen an den Top. Ihr sollt es nicht. Ihr dürft es nicht. Aber ihr könnt's. Anstiftung zur Straftat. Ja. Ja, klar. Gestern ist mein Wochenticket abgelaufen. Hoffentlich kontrolliert niemand. Und wenn man sowas dann hört, dann denkt man sich dann natürlich, Digga, what are you talking about? Oh, hier wieder 7 Euro. Danke. Scheiße, 20 Cent zu viel rausgegeben. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Bis dann. Das waren jetzt viele Informationen auf einmal. Du bleibst draußen. Oh, darkness, my old friend. Hier. Na klar, hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounzi. Ich bin ein echter Country Boy. Ich würde ihn jetzt einfach nicht mitnehmen. Keine Zeit. Was? 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 Angefahren! Ich hab dir nicht angefahren! Was denn jetzt? Parking Break! So, verpisst euch bitte. Jetzt können wir das Kartenmenü öffnen. Ich soll jetzt eine neue Route erstellen. Und zwar fahren wir hier los. Und dann übernehmen. Möchtest du diese Route? Ja, klar. Lass uns die neue Route in der Nacht abfahren und das pulsierende Nachtleben von Angel Shores genießen. Wir waren noch gar nicht nachts unterwegs. True Set. Hä? Wie geil. Ich kann einfach so mittendrin entscheiden, dass ich jetzt eine neue Route fahre. Schnarcht da jemand hinten im Bus? Leute. Der sah gerade eher aus wie ein Zombie. Wie er durch die Gegend geflogen ist. Was ist das denn? Na, ich Licht an. Da haben wir fast die Bremse vergessen. Ne? Ja, nochmal ein kleiner Schocker am Tag. Oder am Abend hier. So, kommen wir nochmal hier. So. Sag mal, kannst du nicht mal entscheiden, wenn du mal bist, oder was? Oh, 69 Euro als Reparatur. Erst bleibt er stehen, dann fährt er, dann bleibt er stehen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist eigentlich irgendjemand von euch gerade noch in der Schule oder in der Uni? In der Schule gucken heimlich, ne? Ihr kleinen Splasher. Ihr dürft es nicht, ne? In der Schule Fernsehen gucken. Darf man nicht eigentlich. So, ihr habt jetzt also keine Karte gekauft, oder was?
Was? Ach so, hier. Na klar, hier. Ich muss unbedingt noch Katzenfutter. Ich muss unbedingt noch Katzenfutter kaufen. Und ich muss dich unbedingt noch bei voller Fahrt aus meinem Bus schmeißen. Ein Fahrgast nicht mitgenommen? Ja, selber schuld. Komm doch rein. Achso, die gehen erst raus. Ich habe gerade mein Auto verkauft, weil es so viel bequemer ist, mit dem Bus zu fahren. Wer steht bitte? In der Fahrkartenschlange. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Jetzt halt mal die Schnauze. In der Fahrkartenschlange, erstmal mit Sonnenbrille und dann die Person dahinter macht erstmal Selfies. Klick, 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 klick. Wer macht das? Wasch dich! Danke. Ja. Ich bin ein echter Busfahrer. Ehre in meinen Arsch. Ich bin ein echter Busfahrer. Doch es macht mir keinen Spaß. Aussteigen lassen, einsteigen lassen. Das dauert alles ein bisschen, ne? Die steigen einfach ein. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Okay, wie viele brauchst du denn? 3 Wochenkarten. Warum kauft man 3 Wochenkarten? Mann, jetzt nimm dein Gesicht aus meiner Hand. Nee, andersrum. Würden Sie nochmal die Tür öffnen? Jetzt geht er wieder nach hinten. Geht er wieder nach hinten. Oh, weia. Wieso... Was denn jetzt? Warum bin ich jetzt hier gegen die Dings gefahren? Hi Chef, Steve hier. Der Fahrer, der gerade die andere Route fährt, fühlt sich nicht gut. Kannst du die Strecke übernehmen? Aber jetzt mal ganz... Also dieser Bus ist einfach Schmackofatz. Look at this shit. Interagiere mit dem Fahrplan an der Bushaltestelle. Warte mal. Sir? Hat er mir gerade meinen Bus geklaut? Was soll das? Und dann lässt sie hier einfach stehen. Muss ich jetzt auf den nächsten Bus warten? Verstehe das nicht. Kommt in 6 Minuten an. Nein, kommt er nicht. Übernimm den Citaro-Car von einem anderen Fahrer. Wir haben keinen Citaro. Doch, doch. Annehmen. So, und jetzt? Ich bin der Chef. Möchtest du übernehmen? Hallo? Stopp. Ilse, mach mal ein bisschen langsamer. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Stopp! So redet man nicht! Darf ich mal... Hier, viel Spaß. Schnauze! Sorry. Alter, du bist mir zu hip, Oma. Wirklich. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Es sind jetzt viele Dinge auf einmal passiert. Ich steige aus meinem Bus aus. Auf einmal sitzt ein fremder Mann. An meinem Bus. Und fährt damit einfach fort. Obwohl es ein Mercedes ist. Spawn ich hier in einem anderen Bus bei Ilse. Und dann sagt die, jo, willst du weiterfahren? Ich sag, jo. Schneller! Ich habe noch den ganzen Abend Zeit. Viertel nach 10. Ist das eigentlich Echtzeit? Also ist das echte Echtzeit? Weil gefühlt bin ich echt schon eine Viertelstunde nach 10 hier unterwegs. Also ich muss hier mal eben an den Fahrplan ran. Ja. Hä? Aber ich bin doch schon in dem... Hä? Okay, ich fahre die Route mal zu Ende. Also irgendwie... So, die andere Route muss dann abgeschlossen werden, wa? Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Bla, 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 bla. Gib mir the money. Fahr mal die Route zu Ende. Ich blick noch nicht so ganz durch. Weil normalerweise war früher halt immer so, man ist immer einmal eine Route gestartet und dann hat man die zu Ende gefahren und dann kann man erstmal ins Menü und so. Und jetzt ist das hier alles ein bisschen anders. Ich hätte eine gekauft. Na ja. Oh nein, ich hab sie vergessen. Alter, beide! Ich kassiere so ab. Raza. Ist toll zu sehen, dass Trish Harper sich so viel Mühe gibt, um Angel Shores kulturell interessant zu machen. Oh, ach, da an der Haltestelle. Jetzt sehe ich es erst. Ihr seht es gar nicht. An der Haltestelle steht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich bin jetzt 8 Sekunden drüber. Jetzt sehe ich es mal. Mach mal Licht an beim Bus. Ist doch alles an. Meine hier, Fahrkarte, bitte. Guck. Alles an hier, die Scheiße. Sieht was nur so ist aus. Die Lieblings-PC-Taste der Stadtreinigung? Die Leertaste. Sag mal, bist du dir sicher, dass du hier mitfahren willst? Oder soll ich dir direkt einen aufs Maul hauen? Also eine Scheiße tue ich mir nicht an. Oh, ich kaufe nie eine Fahrkarte. Eine Schwarzfahrerin exposed. Hat sich schon wieder... Ich hab's genau auf dem Ohr. Oh, tut mir leid. Also, sie ist halt wirklich... Also, sie ist so dumm. Sie steht in der Linie, sagt, ich kaufe nie... Ich muss nicht immer ins Ausland sein.
Meinen nächsten Urlaub plane ich mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Es fährt sich so angenehm. Gronkh, halt mal kurz die Fresse, weil die Frau ist gerade schwarz gefahren. Verstehst du, wie ich meine? Die hat's mir sogar in der Reihe schon erzählt. Sie sollten wirklich mal den Blinker benutzen. Du solltest wirklich mal deine Fresse halten. Ich habe den ganzen Tag geblinkt. Und dann mache ich ihn aus. Blinker benutzi. Meine Wochenkarte ist letztes Wochenende abgelaufen. Hoffentlich bemerkt das niemand. Aber das Ding ist ja, ich habe dich schon kontrolliert. Wo bist du? Hier ist sie. Nochmal. Was blockiert denn? Willst du mir jetzt sagen, dass die scheiß Bushaltestelle den Scheiß blockiert? Ich bin schon wieder reif für den Urlaub. Mann, dann fahren wir jetzt hier 2 Zentimeter nach vorne, bleiben dann hier stehen, machen wieder runter Absenkung und dann fährt er das aus. Ich raste aus. Also wenn du nicht sofort hier reinfährst. Du sitzt hier schon 3 Tage. Du hast gerade die Haarfarbe gewechselt. Die nehmen wir lieber nicht mit. Bin ich jetzt auf Route 1 oder was? Route 1. Jetzt fahren. Mit dem Citaro Benza. Gut. Wir versuchen es jetzt nochmal mit der Route. Weil offensichtlich hat es... Sag mal, bleib zu stehen. Eben nicht geklappt. Können Sie nochmal die Tür aufmachen? Verpiss dich bloß. Mitten auf der Straße. Seh zu, dass du Land gewinnst. Und ich hoffe, du wirst überfahren. Raus! Das ist mein Bus. Hallo, Kalibus. Das ist Walter White? Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Sehr witzig! Die Lieder von All Directions sind wirklich gut zum Lernen. Schnauze! Rampe kann ich nicht runterfahren. Ja, aber ohne Maul könntest du auch nicht reden, ne? Hi Chef, Steve nochmal. Der Fahrer hat sich gemeldet. Ich soll dir Danke sagen fürs Aushelfen. Ist gut zu Hause angekommen und bald wieder auf den Beinen. Ja, aber wie schade, dass ich nicht... Hey, gute Nachrichten. Die neue Nachtverbindung war so erfolgreich, dass die Stadt uns einen neuen Bus bezahlt. Cool. Setzen wir ihn auf einer der bestehenden Routen. Okay, macht Spaß, das Busfahrerleben, ne?